Wir sind ungefähr da. Seht ihr? Da. Und ich will heute nach da. Seht ihr die Küste da hinten? Da wollen wir heute hin. Also vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass ich hier fast immer mit dem Rad unterwegs bin. Kann euch nur empfehlen, alles unter 20 Kilometer, fahrt einfach mit dem Rad. Die Straßen hier sind Katastrophe, da müsst ihr euch durchqueren. Und mit dem Rad seid ihr mal deutlich schneller und erlebt deutlich mehr Sachen. Denn die Spanier bauen echt geile Radwege. Ist ganz nett. Guckt es euch an. Eins muss man in Spanien hier lassen, ne? Die sind echt ein super fittes Volk. Also es gibt hier ein paar Wege in ein paar Buchten. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal vom Fahrrad abzusteigen und lang zu laufen. Da kommt ihr mit dem Rad nämlich nicht hin. Aber super schön. Hammer. Falls ihr einen günstigen Rucksack sucht, wo ihr immer sofort Zugriff auf eure Drohne habt, Decathlon, Quechua, 20 Euro, super gut. Also wenn ihr noch euren kleinen eigenen Privatstrand sucht. Die haben hier was ziemlich Geiles gemacht. Hier haben die Sonnenterrassen hingebaut, damit die Bürger den Sonnenuntergang auf der Seite gucken können. Ich würde euch das gleich gerne zeigen, aber die Sonne geht nicht unter. Also ich würde euch das echt gerne zeigen, aber die Sonne geht erst in 6 Stunden unter. Also später vielleicht.
Also ehrlich gesagt, habe ich weder einen Plan, ob ich richtig bin, noch wo ich hin muss. Kennt ihr diese mexikanischen Gangsterfilme mit diesen Favelas? Genauso fühle ich mich gerade. Alles kleine, einzelne, eingemauerte Häuschen hier und keine Menschenseele auf der Straße. Merkwürdig. Oh Mann, Leute, das ist jetzt peinlich. Das glaubt ihr mir niemals. Ich stehe auf dem falschen Berg. Ja, auf dem Berg müssten wir sein. Also, wir haben es geschafft auf die andere Seite vom Berg. Und die Wohngegend hier sieht doch auf jeden Fall netter aus als da drüben. Das blaue Wasser an. Ganz ehrlich, ich glaube, die Kamera kann überhaupt gar nicht einfangen, wie geil das hier einfach ist, ja. Diese Landschaft ist so schön. Das Wasser ist türkisblau. Es ist einfach unbeschreiblich. Cool ist das bitte? Genau auf dem Kap. Ein altes Leuchtfeuer oder was auch immer das sein soll. Auf jeden Fall ist ein Bunker drunter. Ich zeig euch das gleich. Jetzt irgendwo raus. Okay, das können wir nachher mal erkunden. Hier geht es anscheinend auch raus. Okay, das war ziemlich cool. Seht ihr das? Das gucken wir uns noch glatt an. Wo geht wohl diese Treppe hin? Also falls wir irgendeinen Spanier dabei haben, der das guckt und sich ein bisschen mit der Gegend um La Scala auskennt, vielleicht könnt ihr mir ja sagen, ob das ein Leuchtturm war oder nicht. Ein essentieller Tipp für so einen Trip: Zieht euch festes Schuhwerk an. Keine Espadrillos wie ich. Seht ihr das? Da unten ist dieser Bunker oder was auch immer das sein soll. Ja. Sehr nice. So, Freunde, das war der Trip. Wir fahren jetzt wieder zurück nach San Pedro. Also irgendwo da. Thank you.
Leute, habe ich euch zu viel versprochen? Das war doch Hammer.